Mein Name ist Andrea Tippelt, ich bin Heilpraktikerin und Yin-Yoga-Lehrerin in Hahn, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Ich habe hier eine eigene Praxis und ein Yoga-Studio mit einem Kollegen zusammen, der Heilpraktiker für Psychotherapie ist. Und wir kombinieren ganz gerne auch schon mal unsere Therapien miteinander, weil Körper, Geist und Seele einfach auch zusammenhängt und wir hier eine ganzheitliche Therapie anbieten möchten. Mein Steckenpferd ist allerdings der Bewegungsapparat, deswegen passt Yin-Yoga auch ganz gut dazu. Und was es mit dem Beckenschiefstand auf sich hat, möchte ich dir heute ganz gerne erklären. Anders als es im Volksmund gerne gesagt wird, dass man mit einem Beckenschiefstand schon auf die Welt kommt, ist es so, dass der Beckenschiefstand meistens erworben wird, vielleicht auch schon während der Geburt. Oder eben danach, wenn du anfängst laufen zu lernen und ein paar Mal auf den Popo geplumpst bist, dann landen wir nicht immer gerade, sondern vielleicht auch schon mal so ein bisschen versetzt und dann kriegt dein Becken so einen kleinen Impuls und dann steht es nicht mehr gerade, sondern steht auf einer Seite vielleicht etwas höher als auf der anderen Seite. Das ist immer so das Erste, was ich bei meinen Patienten überprüfe, ob ein Beckenschiefstand da ist, auch wenn die Patienten mit Kopfschmerzen oder mit Kieferschmerzen kommen. Weil wenn die Basis, unser Becken, nicht gerade ist, an der alles aufgehangen ist, dann ist das die erste Maßnahme, die ich ergreife, indem ich chiropraktisch das Becken wieder aufrichte. Und ich zeige dir jetzt mal eben, warum es so wichtig ist, dass dein Becken gerade ist. Weil wenn es nämlich schief ist, durch irgendeinen Impuls, du kannst auch mal gestolpert sein oder mal in so ein Loch getreten sein, dann ist es so, dass, wenn ich das jetzt hier schief halte, das Becken, du das vielleicht siehst, dass ein Bein länger ist als das andere oder ein Bein kürzer ist als das andere. Jetzt ist natürlich nicht das Bein länger oder kürzer, die sind beide gleich lang in der Regel, sondern die Aufhängung hier oben, ne, da wo deine Beine aufgehangen sind, die ist einfach schief. Ja? Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir keine Hanghühner sind, sondern wir meistens einen geraden Boden unter den Füßen haben und von unten der Impuls kommt, dass die Beine auf einer Ebene sind. Das heißt, du läufst mit jedem Schritt weiter in deinen Beckenschiefstand hinein. Dein Körper kann das vielleicht auch ganz, ganz lange kompensieren, manchmal auch tatsächlich über viele Jahre hinweg. Irgendwann schafft der Körper es aber vielleicht nicht mehr zu kompensieren, weil vielleicht noch ein Impuls reingekommen ist, weil du vielleicht mit einer bestimmten Sportart angefangen hast, indem du das Ganze nochmal befeuerst, den Beckenschiefstand. Oder du vielleicht eine stressige Situation hast und vielleicht eher muskulär auch noch verkrampft bist. Oder vielleicht jetzt lange im Homeoffice mit einem nicht ganz so optimalen Arbeitsplatz gesessen hast. Und dann ist es so, dass dein Körper es vielleicht nicht mehr kompensieren kann und dann fängt es an, irgendwo weh zu tun. Oder es ist so lange, dass deine Gelenke darunter leiden. Wie zum Beispiel die Knie. Wenn hier unten deine Beine eigentlich so stehen, und die ganze Zeit ist es aber hier unten gerade, dann kann es sein, dass deine Knie anfangen zu kompensieren. Und das schaffen sie vielleicht eine gewisse Zeit, aber vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Und dann hast du Schmerzen in den Knien, ausgehend von einem Beckenschiefstand. Oder hier oben unser Kopf. Unser Kopf will immer gerade sein. Wir können nicht durchs Leben gehen mit einem schiefen Kopf, weil wir sonst über alles stolpern würden. Wir würden jede Treppe hochfallen, wir würden Bordsteine nicht richtig sehen können. Das heißt, unser Körper ist ganz schlau und stellt unseren Kopf immer wieder gerade, egal was da drunter ist. Und wenn es hier unten schief ist und hier oben der Kopf wieder gerade gestellt wird, dann muss sich hier in diesem Bereich deiner Wirbelsäule etwas verbiegen. Das Schöne ist, die Wirbelsäule kann das. Sie kann sich ein bisschen verbiegen, ja, weil sie ja ganz flexibel ist. Aber auch hier kann es eben sein, dass dein Körper das nicht mehr lange kompensieren kann und dann kann es zu Bandscheibenvorfällen kommen, zu Schmerzen im Rückenbereich, zu Kopfschmerzen, zu Kieferschmerzen zum Beispiel. Es kann auch bis in die Arme sich fortsetzen, weil die Schultern hier oben natürlich auch dranhängen. Und ja, das ist der Grund, warum wir Chiropraktiker meistens oder auch Osteopathen gerne den Beckenschiefstand überprüfen, weil das hauptsächlich die Ursache ist für deine Schmerzen.
So, jetzt habe ich dir erklärt, was auf knöcherner Ebene passiert, wenn du einen Beckenschiefstand hast. Jetzt bestehen wir natürlich nicht nur aus Knochen, sondern auch aus unserem Muskelapparat, der immer mit Sehnen an irgendwelchen Knochen verbunden ist. Der uns auch hilft, dass wir gerade stehen können, weil wenn wir keine Muskeln hätten, dann würde unser ganzes System ineinander zusammenfallen. Das heißt, unsere Muskeln halten uns aufrecht und ermöglichen uns auch die Bewegung. Und was eben auch passiert ist, wenn unser Becken schief steht, dann passen sich die Muskeln an. Das heißt, auf der einen Seite werden die Muskeln vielleicht etwas lang gezogen und auf der einen Seite verkürzen die Muskeln. Das ist natürlich kein ausbalanciertes Muskelsystem und auch das kann irgendwann zu Problemen führen. In Form von Schmerzen, durch Muskelverspannungen oder auch die Osteopathen schauen immer ganz gerne noch nach den Organen, weil auch da, wenn der Körper nicht gerade steht, auch mit den Organen was passiert. Genau, wir konzentrieren uns jetzt aber auf die Muskeln und zwar auf die Muskeln im unteren Rückenbereich, also in der Lendenwirbelsäule und ganz wichtig für den Beckenschiefstand sind auch unsere Gesäßmuskulatur. Die bestehen aus drei großen Muskelpartien, einmal dem großen Gesäßmuskel, dann den mittleren und dann den kleineren Gesäßmuskel. Und bei ganz vielen, auch von meinen Patienten, ärgert der Piriformis-Muskel sie ganz doll. Das ist das Piriformis-Syndrom. Der setzt hier an und geht dann hier rüber, hier einmal quer rüber auf beiden Seiten. Und wenn der richtig schön fest und verspannt ist, dann hat man leider nicht nur Muskelprobleme und Muskelschmerzen aufgrund von einer muskulären Verspannung, sondern bei vielen zieht es auch noch ins Bein rein. Und das liegt daran, dass hier der Ischiasnerv lang geht. Und das ist unser dickster und stärkster Nerv in unserem Körper. Und wenn der Piriformis hier dicht macht, dann verändert sich natürlich auch die knöcherne Struktur und dann wird der Ischiasnerv so richtig schön eingeengt. Und dann kommt zu dem Muskelschmerz auch noch ein Nervenschmerz. Und das ist wirklich ein anderer Schmerz als ein Muskelschmerz zum Beispiel. Von daher ist es wichtig, dass du erstmal wieder gerade wirst, ne? Dass deine Knochen erstmal wieder gerade ausgerichtet sind. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Muskeln wieder lockerst. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, dass du wieder in eine Lockerheit mit deinen Muskeln kommst, dass der Muskel wieder loslassen kann, dass er die Verspannung loslässt. Und ich möchte dir heute einfach auch noch mal ein paar Methoden an die Hand geben, womit du dir selber auf der muskulären Ebene helfen kannst. Und das wäre zum einen die Selbstmassage mit der Orthogan zum Beispiel. Die lässt sich ganz einfach bedienen, die ist nicht schwer und du kommst auch gerade in diesem Bereich eigentlich ganz gut selbst dran. Und würdest zum Beispiel hier deine Gesäßmuskulatur etwas ausmassieren, du kannst deine untere Rückenmuskulatur etwas ausmassieren, also rechts und links von der Wirbelsäule und über dem Beckenkamm. Achte darauf, dass du nicht direkt auf den Knochen damit kommst, weil das kann auch schon mal die Knochenhaut ein bisschen reizen und dann hast du da Schmerzen oder bekommst blaue Flecken oder so, was sich dann auch nicht gut anfühlt. Also achte da gut drauf, dass du wirklich in dem muskulären Bereich dich selbst massierst oder deinen Partner oder deine Partnerin massierst. Wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, dann kannst du auch die Aufsätze tauschen. Dann kannst du hier auch noch diese kleine Spitze aufsetzen. Weil was ich auch noch mal ganz gerne mache, ist, dass ich an bestimmte Triggerpunkte rangehe in der Therapie, in der Behandlung. Weil da kann man auch noch mal den Muskel zu so einer Art Reset bringen, ja, dass der einfach locker lässt. Das ist wie so ein aufgehängter Computer manchmal, ja, dass der Muskel einfach so in dieser Verkrampfung drin ist, dass er einfach nicht locker lassen kann. Und diese sogenannten Triggerpunkte, das sind wie so Reset-Knöpfe am Computer. Ja? Und wenn wir den lange genug drücken, dann können wir auch da nochmal den Muskel positiv beeinflussen, dass er auch nochmal locker lässt. Das solltest du aber tatsächlich nur machen, wenn du dich gut damit fühlst und auch nur in diesen Bereichen hier oben,
Weil wenn du hier unten rangehst, dann kann es sein, dass du mit dieser Spitze noch auf deinen Ischiasnerv kommst und ihn dadurch nur noch mehr reizt und dann dauert das Ganze noch viel länger, bis du deine Schmerzen los wirst. Also du kannst dich hiermit gerne ausprobieren, aber sehr, sehr vorsichtig. Und dann habe ich dir noch einen Aufsatz mitgebracht, nämlich wenn ihr vielleicht eine Partnermassage machen möchtet, dann kann man diesen Aufsatz hier mit der Metallplatte ganz gut nehmen, weil dann kannst du vorher ein bisschen Öl auf die Haut bringen. Ja? Und dann kannst du hier mit dem Öl nochmal schön lang gehen. Ich empfehle meinen Patienten immer ganz gerne Arnika-Öl, weil Arnika aus der Homöopathie auch nochmal Schmerzen lindert. Und dann kann man das richtig schön hier mit der Ortogan einbringen und dann geht es nochmal so richtig gut ins Gewebe. So, willkommen auf der Matte. Ich möchte dir noch ein, zwei Übungen zeigen aus dem Yin-Yoga, die ich mit meinen Yoginis immer zusammen mache, die ich aber auch meinen Patienten immer mit nach Hause gebe, weil sie ganz wichtig sind für den unteren Bereich, für den Piriformis-Bereich, dass das Becken wieder locker und frei sein kann und nicht von den Muskeln in eine bestimmte Richtung gezogen wird, damit es auch ein dauerhaft gerader Zustand ist nach der Behandlung. Und da ist es eben besonders wichtig, dass wir gerade diesen Bereich hier unten und auch den großen Gesäßmuskel und auch durchaus den Piriformis ein bisschen in die Länge bekommen. Und das Yin-Yoga eignet sich einfach total gut dafür, weil es ein passiver Yoga-Stil ist. Es ist ein Dehnungs-Yoga, es bringt das tiefe Bindegewebe dazu loszulassen. Es hilft dem Muskel in die Entspannung zu kommen. Und dadurch, dass die Positionen zwischen 3 und 5 Minuten gehalten werden, hat der Muskel auch einen Lerneffekt. Ja, wenn wir nur ganz kurz einmal in die Dehnung gehen, dann denkt der Muskel, okay, ist nett, haben wir mal gemacht, ja, muss ich mir aber nicht merken. Wenn ich aber 3 bis 5 Minuten in einer Position bleibe und immer wieder in der Ausatmung noch so ein bisschen in die Dehnung mich reinfallen lasse, dann hat das einen Übungseffekt für den Muskel. Und das möchte ich dir heute gerne noch mit auf den Weg geben. Wir starten in der Rückenlage. Schau, dass deine Wirbelsäule lang ist, dass dein Nacken lang ist, dass dein Kopf gerade liegt. Deine Füße sind aufgestellt und jetzt hüpfst du mit deinem Popo ein bisschen nach rechts und lässt deine Beine nach links fallen. Deine Arme kannst du rechts und links auf Schulterhöhe ausbreiten und wenn du magst, dann dreh deinen Kopf noch nach rechts. Jetzt haben wir eine wunderbare Verwringung der Wirbelsäule. Die untere Lendenwirbelpartie wird schön gedehnt und wir haben sogar schon ein bisschen die Po-Muskulatur mit dabei. Wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, dann kannst du noch das linke Bein über das rechte Bein legen und somit noch mehr Dehnung hier im unteren Bereich und im Po-Muskelbereich erreichen. Wenn du aber nicht ganz runterkommst mit deinen Beinen, dann ist das überhaupt nicht schlimm, das ist am Anfang so, dann nimm dir einfach Hilfsmittel und polstere deine Beine ab. Es ist wichtig, dass du dich fallen lassen kannst in diese Übung und nicht das Gefühl hast, du musst dagegen halten mit dem Muskel, gegen die Schwerkraft. Genau. Und so verweilst du einfach 1, 2, 3 Minuten am Anfang reichen, wenn du die Übung noch nie gemacht hast. Und dann kommst du mit dem Kopf als erstes wieder in die Mitte, stellst deine Beine wieder auf, bringst deinen Popo in die Mitte und hüpfst dann jetzt einmal nach links mit dem Popo und lässt jetzt deine Beine nach rechts fallen. Der Kopf geht nach links und auch hier, wenn du mehr möchtest, lass dein rechtes Bein dein linkes Bein umarmen. Oder lass die Beine einfach hier liegen oder auch hier polstere dich gerne ab, sodass es für dich bequem ist und du einen guten Zug hier hinten in diesem Bereich spürst. Und dann kommst du als erstes wieder mit dem Kopf in die Mitte, stellst deine Beine wieder auf, bringst deinen Popo wieder gerade. Kannst deine Hilfsmittel wieder zur Seite legen und jetzt nimmst du dein rechtes Bein über das linke Bein, sodass dein rechter Fuß auf dem linken Knie liegt
und hebst dein linkes Bein an. Und jetzt schau mal, was du schaffst. Kannst du in die Kniekehle greifen und dein linkes Bein an deinen Körper ziehen? Oder magst du dein Knie greifen? Wichtig ist hier, dass deine Füße ganz locker sind und du könntest jetzt sogar noch, wenn du mehr möchtest, mit der rechten Hand dein rechtes Knie noch nach außen drücken. Und dann wirst du merken, dass du hier einen richtig schönen Dehnungsreiz hast. Das hilft, den Piriformis und die Gesäßmuskulatur deutlich zu entspannen. Und dann lässt du nach der Zeit deinen Fuß wieder sinken, stellst das rechte Bein wieder auf, dann kommt der linke Fuß auf dein rechtes Knie und auch hier hebst du jetzt das rechte Knie an und schaust einfach, was du brauchen kannst, wie du dein Bein gut halten kannst. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, dann geh auch hier nochmal mit der linken Hand an dein linkes Knie, bring es ein bisschen nach außen und zieh dein rechtes Bein einfach tendenziell Richtung Oberkörper. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn die eine Seite etwas weiter geht als die andere. Wir haben alle unsere Schokoladenseiten und das darfst du liebevoll annehmen.